Ihr seid jetzt alle da, um euch anzuhören, wie Software-Defined Radios funktionieren. Ja, mich interessiert es auch. Darüber will heute der Stefan uns was erzählen. Und ja, was ist sonst noch im Äther? Die Frage ist, in welchem Frequenzbereich? Genau. Stefan, erzähl es uns. Das ist die entscheidende Frage. Dankeschön. Um eine kleine Einleitung hier zu geben, worum es eigentlich in dem Vortrag geht, gibt es mal diese kleine erste Folie, die ein bisschen eventuell aus dem Kontext ist, aber euch ein bisschen einstimmen könnte. Ich habe bei Wikipedia gefunden, was Hacker eigentlich sind. Die sind Tüftler im Kontext einer verspielten selbstbezogenen Hingabe, um technische Sachen zu entwickeln, zu analysieren. Und diese kleine Definition hat mir eigentlich ganz gut gefallen, bis ich auf einmal eine E-Mail bekommen habe von einem Hacker. Der hat mir geschrieben, hallo, ich bin ein Hacker. Und er hat meinen Account kompromittiert. Und er hat geschrieben, er hat mich schon seit Monaten beobachtet und hat mich erwischt, wie ich irgendwelche Erwachsenenseiten mir angucke, hat sich so eine Software besorgt, um meinen Rechner zu finden und hat meine Webcam angeschalten und sowohl von mir als auch von dem Bildschirm, was ich mir wo angeblich angeguckt habe, ein Video gemacht und das würde er gerne veröffentlichen. Ja? Es sei denn, ich überweise ihm da auf seine Bitcoin-Adresse irgendwelches Geld und ich darf auch nicht darüber reden, sondern muss es wirklich ihm direkt nur geheim geben, das Geld. Und bisher habe ich diese Mail schon ganz oft allen Leuten gezeigt. Das Video ist auch noch nicht wirklich veröffentlicht, sofern es geben würde. Ich weiß es nicht, was er da aufgezeichnet hat. Das Schwierige an der Mail ist, warum ich die überhaupt gelesen habe, wirklich wahrgenommen habe, ist, der erste Satz da oben, der stimmt. Meine E-Mail-Adresse und mein Account wurde mal gehackt. Und das kann man, wie wir auch in einigen Talks gehört haben, bei Have I Been Pwned nachschauen. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist denn da jetzt noch dran? Und da habe ich halt mal wirklich weitergelesen. Prinzipiell geht es in dem Vortrag wirklich nur darum, dass ich gerne möchte, aufzuklären, was ist halt möglich, was ist technisch überhaupt möglich, was ist eigentlich gar nicht möglich, womit wird nur Angst gemacht. Ich glaube, das sollte auch der Konsens hier dieser Datenspuren sein. Wissen zu schaffen, wie wir es auch im vorhergehenden Vortrag gehört haben, nicht nur zu glauben, sondern auch zu wissen, was überhaupt möglich ist. Und würde dann dazu kommen, was denn eigentlich Software-Defined Radio ist. Das Schwierige ist, das ist eine eigene Wissenschaft für sich, wie auch jede andere Technologie oder Errungenschaft, die hier vorgestellt wurde. Das Schwierige ist, bei gerade Software-Defined Radio zählt auf die Funkwellen ab. Das Schwierige ist, die Funkwellen sieht man einfach nicht. Ne? Und meistens wird dann salopp gesagt, okay, wenn ich es nicht sehe, ist es eigentlich auch nicht da, keiner kann es analysieren oder ist es nur mit extremen Geldaufwand überhaupt analysierbar. Und eigentlich ist Software-Defined Radio nicht mehr so teuer zum anderen, also die Hardware dafür ist nicht mehr so teuer, um dort erste Schritte zu machen. Was man damit machen kann, ist eigentlich alles, was es in der Hardware auch gibt, eine komplette Dekodierstrecke, die eigentlich in Hardware passiert, richtig schnell läuft, in Software nachzubilden. Das heißt, die ist leider dadurch ein bisschen langsamer, weil sie auf einem Rechner, auf einer dedizierten Maschine läuft, aber dann entsprechend extrem flexibel, weil ich kann einfach Softwarekomponenten austauschen in dieser Analysekette. Und hier sind mal zwei kleine Beispiele. Einmal so ein Empfangszweig, den man mit Software-Defined Radio darstellen kann und einmal so ein Sendezweig unten. Und im Endeffekt passiert da nichts weiter, als dass ich eine Funkwelle habe, die auf irgendeinem Spektrum im Frequenzbereich läuft. Nehmen wir einfach einen Radiosender, der bei 100 MHz läuft. Den
der kommt an meine Antenne rein, den Empfangszweig. Ich werde den entsprechend filtern, dass ich nur das entsprechende Signal sehen möchte. Und dann ganz einfach passiert, dass ich dieses Frequenzband, was ich dort in dem auf 100 MHz habe, einfach ins Basisband mische auf 0 MHz und damit kann ich alles machen. Und dabei ist es relativ egal, welchen Frequenzband ich mir auspicke. Ich kann 1 GHz nehmen oder 2 GHz, je nachdem, was die Hardware unterstützt, das auf meinem Basisband mischen und gucken, was in dem Signal eigentlich drin ist. Und das Ganze passiert auch auf der Sendeseite genauso. Ich kann ein Signal halt generieren und das entsprechend auf dem gefiltert wieder auf ein entsprechendes Frequenzband hochmischen. Das heißt, meine Mikrofonleitung, die wird auch entsprechend auf, ich habe es gerade erfahren, auf 800 MHz hochgemischt, dorthin gesandt und wieder auf über die Lautsprecher und euch wieder zurück übertragen. Da gibt es eigentlich zwei wichtige Bereiche, auf die man bei diesen Hardware-Komponenten achten sollte. Und zwar ist das erste, ist diese Mischfrequenz, diese Oszillatorfrequenz, von wo bis wohin geht die denn? Weil das macht die Hardware entsprechend teurer oder nicht so teuer. Das heißt, wenn der Oszillator zum Beispiel genau 4 GHz schafft, dann kann ich mir Signale im 4 GHz-Bereich angucken, weil ich die dann wieder runtermischen kann. Wenn der halt nur 1 MHz schafft, bin ich ein bisschen limitiert an der Stelle. Was auch sehr wichtig ist, wie schnell kann er denn die Signale abtasten? Das entsprechend ist mehr oder weniger doch proportional zu der Bandbreite, die ich in dem Signal sehen kann. Wenn mich ein Signal interessiert wie DVB-T2, das ist ungefähr 2, 3, 4, 5 MHz, je nachdem wie viele Kanäle da drin sind, breit, brauche ich auch eine entsprechende Signalbreite, die ich mir angucken möchte. Um euch das mal ein bisschen zu demonstrieren, was man mit SDR machen kann, habe ich von meinen Kindern mal so ein kleines Walkie-Talkie mitgebracht. Und ich frage mal jemanden auf dem Publikum, ob das mal kurz nehmen kann. Dankeschön. Und das ist zum Beispiel ein ganz normaler DVB-T-Empfänger, den man mit der SDR-Software zur Analyse halt treiben kann. Stecke ich mal rein. Und starte die Software, die ihr jetzt seht. So, und ich drücke mal hier auf den Ausgangspegel. Und jetzt sieht man so ein schönes Frequenzband, was dort passiert auf den 400 MHz. Und wenn ich nochmal ganz kurz zur Folie zurück switchen darf, umschalten darf, arbeiten die Walkie-Talkies an der Stelle, haben 8 Kanäle und die liegen alle bei 446 MHz. Und genau das ist das, was wir hier jetzt sehen, das ist halt eingestellt. Und wenn ich jetzt gucke, der passiert irgendwas, ne? Das ist genau das, da ist doch irgendwas im Äther. Und jetzt kann man sich auch mal, würde ich mal den Decoder dazu anschalten, was da eigentlich kommt. Das ist halt in dem Fall einfach ein Runtermischen des Signals, was dort passiert, da ist keine wirkliche kryptische Dekodierung drin. Man muss das Signal einfach runtermischen und auf die Lautsprecher abspielen. Soll ich mal probieren, ob das geht? Kannst du nochmal vielleicht? Das ist das Signal, wenn man jemanden anruft. Kannst du nochmal machen? Das sieht man, dass man dieses Signal einfach auf eine Audioquelle legen kann, dort einfach abspielt und das war jetzt schon sehr, sehr verrauscht, sehr, sehr unglücklich. Das heißt, man müsste mit dem Signal noch ein bisschen mehr machen, vielleicht die Bandbreite erhöhen, irgendwelche Filteralgorithmen anwenden, damit ich das wirklich höre, was da passiert. Aber im Endeffekt ist genau das, dass für mich das Software-Defined Radio, ich demoduliere irgendwas, was in der Technik, also in der jetzigen Zeit da ist und mach was mit dem Signal, in dem Fall abspielen. Dieses Gebiet vom Software-Defined Radio, das fand nicht nur ich faszinierend, da gibt es eine riesengroße Community dazu, die da auch ein Auge drauf hatte und da gibt es schon verschiedenste Anwendungen, wie die Analyse von
Bootsdaten. Ne? Das heißt, jedes Boot muss seit muss ungefähr seit 2004 die eigentlichen Standortdaten, wo es gerade sich befindet, mit welcher Geschwindigkeit es irgendwo lang fährt, frei senden. Und da gibt es Leute, die haben sich das mal angeguckt, die Signale, die da rausgesendet werden, einfach unverschlüsselt. Und die kann man sich mit so einem kleinen Gerät, wie ich es heute gezeigt habe, an seinem Handy anstecken und dann kann man halt schauen, ob die Boote dort in der richtige Richtung fahren. Ja? Bei uns war es sogar schon mal praktisch, dass wir einfach dadurch sehen konnten, ob die Fähre in Pirna gerade fährt oder nicht oder ob wir da umsonst dann hinfahren oder dann doch gleich den Weg zur Brücke halt nehmen müssen oder so. War schon ganz praktisch. Genauso gut geht das mit den Flugzeugdaten. Jedes Flugzeug muss halt seit ungefähr 2000 auch die Standortdaten losschicken und wenn man mal sich einen Garten stellen will zu Hause mit so einer kleinen Antenne, kann man sagen, ja, das ist übrigens das Flugzeug, was hier gerade rumfliegt und wohin das gerne möchte. Und natürlich digitales Audio, Broadcast, also Radio und Fernsehen ist vom ähnlichen Prinzip, ne? Plus, dass Daten in dem Fall Bild- oder Audiodaten sind. Aber das wirklich faszinierendste Projekt, was ich in meiner Recherche dort gesehen habe, war die Analyse von Wettersatelliten. Das nennt sich halt NOAA und die laufen auf 137 MHz. Und was man damit machen kann, ist, dass man, wenn man die Daten einmal wirklich empfangen hat und gesehen hat, dass man so schön Schritt für Schritt so die Bilder bekommt, die der Wettersatellit halt oben in seiner Umlaufbahn halt an unsere Erde schickt. Die neueren Sachen sind auch in Farbe. Das ist aber allerdings nicht ganz so einfach, dort an der Stelle die Signale überhaupt reinzubekommen, weil man braucht auch große Antennen dort. Da reicht diese kleine Antenne, die ich hier drüben habe, halt nicht mehr mit aus. Die Dinger sind dann ungefähr so ein Meter breit und ein bisschen hoch, die man dann so ganz spontan auf sein kleines Auto mit montieren kann. Dann kann man halt Wetterdaten halt zum Beispiel sich anschauen. Hier habe ich mal eine Folie mit so einer kleinen Übersicht von SDR-Werkzeugen, die man sich an die Hand legen kann und wie viel die auch kosten. Und auch hier mit aufgelistet, für den einen oder anderen dann interessant, welche Bandbreite die haben, was halt die Sample-Rate dort an der Stelle 1:1 abdeckt und wie viel die auch kosten und in welchem Bereich die überhaupt funken. Zwei davon habe ich heute mitgebracht. Das kleine Weiße, wo man das ist so die Campingplatz-Ausrüstung, würde ich eher sagen, ne? Wo man Walkie-Talkies oder sowas abhören kann. Es ist ein kleines Frequenzband, kleine Sample-Raten, aber man kann schon ein paar Sachen damit machen. Und die etwas größere Variante wäre jetzt hier das Hack-AFON, was ich für den zweiten Anwendungsfall auch mal zur Demonstration bringen werde. Die Software, die meisten bekanntesten Tools oder die bekanntesten Tools für Software-Defined Radio sind einmal das SDR-Sharp. Das haben wir vorhin gesehen, als ich das Walkie-Talkie mal versucht habe, hier zu analysieren. Und das andere, das werden wir später nochmal sehen, ist das GNU Radio Companion. Okay, kommen wir eigentlich zum wirklichen Fokus von unserem Vortrag hier oder von meinem Vortrag, wo ich gerne aufklären möchte. Und das ist halt, da geht es eher darum, um Zutrittssysteme, die man mit solchen schönen Funkkarten halt hat. Und ich werde das mal anschließen. Ich habe mal so ein kleines, ich drehe es auch mal richtig rum, dann sieht man es auch vielleicht was es ist. Das ist ein kleiner Reader hier. Und den kann man an so verschiedenen Türen oder an verschiedenen Stellen halt finden, wo man sich Zutritt halt mit so einer kleinen Chipkarte verschaffen kann. Und wenn ich das mal anschalte. Dann habe ich so eine Karte hier und ich habe dann Zugriff zu meinem Bereich, wo ich eigentlich gerne hin möchte mit dieser kleinen Anwendung hier. Das sieht man hier als Bild und das Ganze, wenn man es ein bisschen abstrakt bezeichnet, nennt man das als RFID-System, Radio Frequency Identification System, was eigentlich aus einem Lesegerät besteht, einem Transponder in der Mitte und einer Funkstrecke dazwischen. Und Diese,
diese Funkkommunikation, ich habe auch mal so einen Transponder hier ein bisschen mitgebracht, funktioniert eigentlich in einer ganz einfachen Art und Weise. Das Lesegerät sendet eine kontinuierliche Welle hin zu meinem Transponder. Und wenn es mit dem reden will, dann schaltet es sein Signal mal kurzweise ab, sodass der Tag das versteht, okay, mit mir wird gerade kommuniziert. Und der Tag hier an seiner Stelle, ihr seht, da ist so eine kleine Schleife, so eine Loop drauf. Und hier oben sitzt an der Spitze dieser Schleife sitzt ein kleiner Chip. Und dieser Chip hat die Möglichkeit, diese Schleife zu unterbrechen oder kurz zu schließen. Und je nachdem, in der Abhängigkeit, was der Chip da gerade macht, sendet dieser Transponder halt das Signal, das empfängt das. Und es hat die Chance, wenn es kurz geschlossen wird oder halt aufgebrochen wird, diese identische Welle zurück zu reflektieren. Was an meiner Stelle in einem Reader-Effekt, im Reader den Effekt hat, dass die eigene Welle ein bisschen entweder verstärkt wird oder halt eingeschränkt wird. Und so funktioniert einfach diese Kommunikation zwischen beiden im UHF-Bereich. Als wir das so gesehen haben, haben wir uns gefragt, okay, ich lege eine Karte drauf, versuchen wir mal eine Card-Only-Attacke auf diese Karte, auf dieses System besser gesagt. Das heißt, diese Karte im einfachen Bereich hat, im einfachsten Fall hat vier spezielle Speicherbereiche, so ein Identifier, eine TID ganz oben, die kann man nur lesen, aber nicht beschreiben. Dann gibt es einen programmierbaren Speicher, den EPC, den kann man ja auch schreiben, lesen und ein bisschen, manchmal wird er auch für Konfigurationen der Chips verwendet. Und dann noch so reservierte Bereiche für Passwörter, die man auf den einzelnen Karten schreiben kann. Und die erste Idee war, na gut, probieren wir das Banalste aus. Wir kopieren diesen kompletten EPC-Speicher, lesen, schreiben, einfach auf dem anderen Tag, auf den hier, und probieren, was passiert. Leider nichts. Also bei anderen Systemen kann das durchaus funktionieren, ja. Also haben wir uns angeschaut mit dem SDR-Werkzeugen diese Schnittstelle in der Kommunikation. Für diese Analysewerkzeuge haben wir das mal ein Bildchen von nicht dem Hacker von, sondern dem in der Mitte so ein kleiner schwarzer Kasten, den Lime. Und da sieht man halt auf der einen Seite diesen Reader, der liegt daneben, und dazwischen ist noch diese kleine Karte hier. Und das kann ich auch mal kurz nachstellen, am besten ich zeige das einfach mal. Das ist einfach eine Antenne hier, was hier so passiert. Und jetzt starte ich parallel auf einem Primärmonitor das GNU Radio. Das ist ein bisschen, das dauert ein kleines bisschen. Und ich muss meinen Hackathon noch mit anschließen. Und während des Startens, das ist ein bisschen hakelig, da passiert dann unten was, die Blöcke werden halt geladen. Was ich jetzt eigentlich bloß mache, ist an der Stelle, dass ich die Datenquelle entsprechend visualisiere in so einer Frequenzanalysen-Plot. Und da sieht man halt hier, das ist so eine Frequenz, und man sieht an bestimmten Stellen kommt immer mal so ein kleiner Peak nach oben. Ne? Also da ist schon wieder irgendwas, und in dem Fall halt dieser Reader, der hier genau dazwischen liegt. Ne? Reicht mir aber jetzt vielleicht noch nicht so aus. Das GNU Radio an der Stelle ist recht flexibel, und ich kann relativ einfach auch mehrere weitere Analysewerkzeuge noch mit hinzufügen, wie zum Beispiel ein Wasserfall. Senken-Element, und das brauche ich bloß verbinden. Zack. Und starte das Ganze nochmal.
Dann schiebe ich das nochmal rüber. Und jetzt sieht man halt hier, dass das ein paar dieser Bereiche, die auch hochkommen, ab und zu hier so als kleine Signale mit sichtbar werden, neben den anderen dauerhaften Frequenzen, die wahrscheinlich irgendwelche Störungen noch hier im Raum mit sind. Und wenn ich tatsächlich auch nur so eine Karte auslese, dann ist es manchmal so, dass man stückchenweise längere Abschnitte hier wahrnimmt. Weil die Kommunikation ist wirklich minimal, man sieht das nur ganz schwer, dass es nur ganz kurz eine Kommunikation stattgefunden hat. Ich kann mal versuchen, ob es ein bisschen deutlicher wird. Okay, und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns das Signal, was wir dort jetzt so sehen, einfach mal aufgezeichnet, um irgendwie wieder reproduzierbare Analysen an diesem eigentlichen Signal machen zu können. Und haben das Signal einfach mal wirklich blind mal erstmal visualisiert. Und an der Stelle sieht man schon, dass es Abschnitte gibt, wo irgendwas, was ich vorhin versucht habe zu erklären, dass es so ein bisschen Signalüberlagerungen gibt, wo das Signal, was ich empfange, stückchenweise verstärkt wird. Und gucken wir mal in dieses kleine Signal hier unten ein bisschen genauer rein, wenn man es weiter sich anguckt. Als nächstes habe ich eine Stufe, wo ich genau hier auf diesem Bereich mal in diesem Signal mit rein, also man sieht das nicht mit der Maus, ne? Wo ich genau auf diesen Signalbereich mal reingucke, zoome mal ein Stückchen mehr rein und da passiert wirklich was in der ganzen Übertragung. Ja? Hier sind tatsächlich Nullen und Einsen kodiert schon drin. Immer wenn ich so einen breiten Strich habe, ist es eine 1 und wenn ich einen kleineren unteren Strich habe, ist es eine 0. Ne? Und wenn ich das wirklich so auszähle, oder mir das angucke, wie es im Standard halt beschrieben ist beim UHF-Transpondern, dass halt so ein schneller Signalwechsel halt eine entsprechende Null bedeutet, dass so ein schneller Datenwechsel hier, wie man ihn hier sehen, eine Null als binär bedeutet und so ein längerer Pegel halt eine 1 darstellt, sieht man halt hier, wenn man auf der Suchstufe ist, dass die breiteren Dinge halt auch weiter hochgehen, sind halt die Einsen und die kleineren sind halt die Nullen. Kann man das Ganze sich wirklich hinsetzen und zählen halt und sieht da auf einmal, dass man hier so einen Datenstrom von Nullen und Einsen hat und wenn man sich jetzt wiederum das Datenblatt dazu anschaut, was eigentlich übertragen wird, was öffentlich, ein öffentlicher Standard ist, nämlich der EPC Global Standard, sieht man jetzt hier, das war ein Kommando 1001 zum Lesen von einem Speicherbereich und es steht sogar da, was für ein Speicherbereich. Das ist nämlich die 01, das heißt, der EPC-Speicherbereich wird gelesen. Die Startadresse ist genau die hier, 1. Ich möchte genau wie viele Wörter lesen, genau 7. Und dann geht es hier weiter mit noch Zufallszahlen oder Handles und einer CRC-Checksumme am Ende. Das heißt, das war schon mein Lesesignal von. Gucken wir uns mal die Antwort hier oben an. Was der Tag dann auf diese Frage des EPC-Speichers geantwortet hat. Die Antwort ist ein bisschen anders im Datenblatt spezifiziert. Es gibt ein riesenlanges Präambel hier, bestehend aus ein paar auf 12 führenden Byte-Wechsels. Das ist genau dieses Stückchen hier vorne. Und am Ende sieht man auch hier, was dargestellt ist. So ein kleiner Signalwechsel ist eine 0 und wenn was länger ist, ist es eine 1. Und wenn man sich wieder sich hinsetzt und meinetwegen die Nullen und Einsen hier zählt, kann man sich das aufschreiben. Und das ist halt die Antwort von dem Tag. Der hat jetzt schon mal seinen EPC hier preisgegeben, was da drinnen steht halt in dem Datensegment hier drinnen. Und kommen wir nochmal zurück zu dieser eigentlichen Kommunikation, die wir mitgeschnitten haben. Das war dieses ganze Ding hier. Und interessant ist dieser letzte Bereich hier hinten. Das haben wir gerade gesehen, das war das Lesekommando, hier gab es das Response. Und dann gibt es noch weitere Sachen wie Request Random Number und dann gibt es ein Respond, dann wird nochmal eine Random Number requested, dann ein Response, dann gibt es ein Access, es gibt ein Access und Response und noch einen zweiten Access an der Stelle. Okay, gucken wir uns mal an, was der Standard dazu sagt. Das im Standard, im EPC Global Standard, habe ich hier unten auch nochmal referenziert, steht drin, dass das genau dieser Authentifizierungsmechanismus halt ist. Und wenn man dann sich anschaut, dass diese
im Schritt 1 wird halt diese random number requested, dann nochmal gibt es dann diesen Zugriff und genau dieser Zugriff passiert hier, ich würde mal, sorry, auf der Stelle 3, passiert hier mit einem XOR von dieser Zufallszahl, die ich vorher request habe, mit meinem eigentlichen internen geheimen Passwort. So, jetzt heißt das, wenn ich das die Zufallszahl, die random number 16, also das Ding hier mitschneide und diese Kommunikation hier, das XOR mit dem Teil dieser Zufallszahl, dann habe ich eigentlich das Passwort von dem Tag, wenn ich das XOR wieder rückwärts mache. No? Das heißt, das haben wir gemacht, haben uns die zwei Zufallszahlen, die random Nummer 16.2 und 16.3 halt mitgeschnitten, haben das Passwort rausgerechnet und haben versucht, das Ganze nochmal zu kopieren, diesen englischen Tag hier. Das ist jetzt die Karte, wo jetzt das Access-Passwort mit und nicht geschrieben ist. Und wenn ich das jetzt dran halte, ja, habe ich einen Zutritt zu diesem System. Jetzt muss man sich aber allerdings fragen, was ist sicher und was muss sicher sein? Diese Systeme vielleicht einzusetzen, wo eine Schranke hoch und runter geht, damit ich auf den Parkplatz fahren kann, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt extrem sicher machen muss, ob ich dafür Geld auch in die Hand nehmen muss, um es sicher zu machen, versus vielleicht eine Zutrittssystem zu einem, weiß nicht, Banktresor, vielleicht sollte man da ein bisschen mehr Geld ausgeben, ne? Die Frage ist, es gibt halt auch Möglichkeiten, dieses ganze System sicher zu machen und es ist ganz einfach, indem man diese optionalen Implementierungen des Standards auch beachtet und auf den Chip halt mitbringt. No? Das heißt, es gibt auch Secure-Kommunikation mit Verschlüsselungsverfahren, mit Challenge-Response und alles, was man sich schön vorstellen kann. Und wenn dieser Chip, der auf diesem Transponder ist, drauf ist, das auch unterstützt, kann man auch dieses in der Kommunikation verwenden, sodass ich nicht mehr einfach mit meinem XOR das Passwort rauskriegen könnte. Und wie gesagt, die Frage ist halt, dass ich hier einfach nur ein Bewusstsein schaffen möchte, dass man überlegt, okay, muss ich Geld in die Hand geben für Sicherheit oder nicht? Viel schlimmer ist es einfach nur zu glauben, okay, Funk, es ist wirklich alles rein sicher, weil ich es nicht sehe, anstatt halt wirklich mal zu wissen, wie es mein Vorredner heute auch schon gesagt hat, dass ich nicht nur glaube, sondern auch weiß, was damit passieren kann. Und bevor ich noch zum Abschluss komme, was ich gerne noch mitmachen möchte, was noch nicht mit implementiert ist, dieses GNU-Radio ist natürlich mächtig. Ich habe natürlich keine Lust mehr, irgendwann diese Nullen und Einsen irgendwann zu zählen. Das Ganze kann auch automatisiert werden. Haben wir noch nicht gemacht, war aber noch nicht ganz, lag noch nicht im Fokus halt. Diese teureren Varianten von diesen SDR-Toolkits, die haben auch noch nicht nur so eine Empfangsantenne, wie ich es jetzt hier mal dran gesteckt habe, die haben auch noch eine Sendeantenne. Und da wäre es auch mal spannend, ob man mit so einem Gerät auch so einen Tag komplett emulieren könnte. Genau. Und ja, damit schließe ich ab meinen Vortrag. Ich schließe meinen Vortrag ab und möchte euch danken und nur ins Bewusstsein rufen, dass man auch noch mit SDR recht schöne Sachen machen kann, die eure Analyse gerne hier bereichern könnten, indem ihr sagt, dass es auch noch weitere sichere Systeme oder unsichere Systeme gibt hier draußen, um damit ein bisschen mehr Wissen zu schaffen. Danke. So, ich danke dir. Ist immer interessant, auch mal einen Talk mit Hardware zu haben. Genau. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Habt ihr Fragen? Dann bitte hier vor ins Mikrofon. Du meintest, dass es auch mit den DVB-T-Antennen funktioniert. Ich hatte das mal gelesen, aber soweit ich mich erinnern kann, gab es da genau ein oder zwei Chipsätze, die das tatsächlich konnten. Also ich habe noch eine DVB-T-Antenne zu Hause, aber wenn sich das nicht geändert hat, ist die wahrscheinlich nach wie vor relativ nutzlos. Ja, das ist richtig. Danke für die Frage. Ich werde mal zu der Folie mit über switchen. Das ist richtig, natürlich geht das nicht mit jedem DVB-T-Stick, weil da bestimmte Hardware mit nötig ist. Ich habe es leider so rumgesagt, richtig, dass es mit jeder Hardware vermeintlich gehen könnte. Nee, deswegen ist die Folie auch da. Also das erste sind zwei DVB-T-Sticks, die gut funktionieren.
Gut. Noch mehr Fragen? Okay, ich denke, du wirst noch im Haus sein. Ausprobieren. Genau. Wir haben noch, ich glaube, 2 Stunden. Dann könnte sich vielleicht noch jemand deine Technik mal anschauen. Applaus für Jens. Danke.